Ja, herzlich willkommen zur Spieltags-Pressekonferenz, vierter Spieltag der Regionalliga Südwest, FC Neumarkt-Homburg gegen KSV Hessen-Kassel vor 950 Zuschauern. Bei mir, wie immer, unser Trainer Danny Schwarz und Gästetrainer Alexander Kiene, den ich auch direkt Wort und Mikro gebe. Ja, vielen Dank erstmal. Hallo in die Runde. Ja, aus unserer Sicht, aus Kasseler Sicht, nehmen wir ein verdientes Unentschieden hier mit. Bin sehr stolz auf meine Mannschaft, wenn man auch sieht, was in den 90 Minuten so alles passiert ist. Ja, wie wir auch bis zum Schluss dagegen gehalten haben, wie wir uns dann den Punkt ein Stück weit auch erarbeitet haben. Wohl wissend, dass es für uns ein schweres Auswärtsspiel gewesen ist. Ich habe großen Respekt davor, was in Homburg seit Jahren hier auf die Beine gestellt wird, auch gerade an Kadersituationen. Da ist eine hohe individuelle Qualität da, das wussten wir. Und von daher habe ich trotzdem meiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben, dass wir von der ersten Minute an hier mutig spielen wollen, dass wir ja, aktiv sein wollen, den Gegner auch ein Stück weit stressen wollen im Aufbau, im Übergangsspiel, dass wir auch selber mutige Lösungen von hinten raus spielen wollten. Und ich denke, wir sind gut im Spiel gewesen, gerade in den ersten, ja, insgesamt 20 Minuten. Trotzdem haben wir diese eine Situation dann erlebt mit dem Elfmeter, der, ich habe es selber noch nicht gesehen, aus unserer Sicht, zumindest was mein Analyst sagt, nicht berechtigt war. Und gut, wir geraten an den Rückstand. Ich bin immer der Meinung im Fußball, und ich bin jetzt auch schon seit 20 Jahren im Business dabei, ja, ein Schiedsrichter gespannt, ist am besten, wenn es nicht auffällt, wenn es das Spiel irgendwo nicht beeinflusst durch irgendwelche Dinge. Und ich finde, dass heute halt viele Situationen dabei waren. Ich muss sie mir nochmal angucken im Video. Aber ja, wo wir zumindest Zweifel haben und ja, wo viel auch auf uns eingeprasselt ist, trotzdem, und das ist das Entscheidende für uns, wir sind auch nach dem Rückstand weiter mutig geblieben, haben uns, denke ich, auch immer wieder durchgespielt nach vorne. Was in der ersten Halbzeit ganz einfach gefehlt hat, war die Präzision und auch ja, der Abschluss im letzten Drittel. Da waren wir dann zu ungenau. Da konnte der Gegner dann auch immer nochmal wieder verteidigen. Aus dem Spiel heraus, finde ich, haben wir Homburg gut im Griff gehabt. Natürlich einige Standards zugelassen, vielleicht auch den einen oder anderen zu viel, wo der Gegner auch Qualität hat. Aber ja, wir sind dann mit dem 1-0 in die Halbzeit gegangen und auch da habe ich meinen Jungs mit auf den Weg gegeben, ja, weiter mutig bleiben, weiter nach vorne spielen, weiter dran glauben, auch wir sind im Spiel. Und ich denke, das hat die Mannschaft dann aus unserer Sicht in der zweiten Halbzeit sehr gut umgesetzt. Wir machen aus meiner Sicht verdient den Ausgleich durch einen sehr schön vorgetragenen Angriff. Wir haben in der Phase danach die ein oder andere Situation, wo ich mir gewünscht hätte, dass wir das Spiel vielleicht kippen. Wenn wir dann noch gieriger gewesen wären, auch im letzten Drittel, die Qualität noch ein bisschen höher gehabt hätten, dann hätten wir es vielleicht auch komplett kippen können. Und so war es dann in 1-1, wo ich vielleicht dann auch gesagt habe, okay, das nehmen wir mit. Dann kommt natürlich die gelb-rote Karte. Wir hatten vorher schon eine Situation mit Emanuel Mölschöp, wo es aus unserer Sicht hätte Elfmeter geben können, vielleicht müssen, muss ich mir auch nochmal angucken. Und dann halt die Situation mit Sergi Sahara, wo ich einerseits sage, Schiedsrichter gibt erst Abstoß, wo ich sage, also entweder es ist Foul oder es ist Ecke. Also das war schon sehr kurios, dass sich unser Spieler dann besser im Griff haben muss und auch disziplinierter sein muss. Das steht außer Frage, das werden wir auch intern natürlich besprechen, das darf nicht passieren. Aber auf der anderen Seite sage ich auch da wieder, ja, Fingerspitzengefühl in der Art und Weise, ja, vielleicht dann da auch die richtigen Worte zu finden, dann kann man so eine Situation auch vom Gespann anders lösen. So ging es in den letzten Minuten darum, ja, diesen Punkt zu verteidigen. Das haben wir bravourös gemacht, am Ende sicherlich nochmal mit dem Quäntchen Glück in der letzten Aktion. Aber nochmal, so wie wir aufgetreten sind, bin ich sehr zufrieden. Wir haben in den letzten Wochen einen deutlichen Aufwärtstrend zu verzeichnen gehabt, haben jetzt in den letzten zwei Spielen 4 Punkte geholt und fahren mit einem guten Gefühl nach Hause. Dem FC Homburg wünsche ich ja, weiterhin alles Gute. Hoffe, dass ihr auch in die Erfolgsspur kommt, ja, Siege erreichen könnt. Die Qualität dafür ist definitiv da. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kiene. Und Benny, dein Statement zum Spiel. Ja, ich habe jetzt einige Worte gehört, die möchte ich einfach so aufgreifen. Das erste Wort, was mir gleich im Kopf bleibt, ist Mut. Ich glaube, dass wir ganz gut in die Partie gekommen sind. Wir wussten, dass es vorne drei Spitzen sind, die extrem ballsicher sind und sehr gefährlich sind. Und das ist immer ein bisschen auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Aber wir wollten von Anfang an den Gegner auch unter Druck setzen. Wir haben das, glaube ich, auch ganz gut gemacht mit unseren zwei Stürmer vorne, die sehr viel gelaufen sind. Und ich glaube auch die Eckballstatistik, Freistoßstatistik zeigt schon, dass wir da Druck aufgebaut haben, dass wir dann auch natürlich glücklicherweise diesen Elfmeter, ich kann das auch nicht sagen, ob das einer war, ich weiß es nicht. Aber es war in Ordnung die erste Halbzeit und wir haben dann einige Dinge angesprochen in der zweiten Halbzeit und da geht es auch um Mut und vor allem mit Ball und das hat mir dann überhaupt nicht gefallen. Wir haben dann zu sehr die Bälle hergeschenkt, haben zu schnell in die Spitze gespielt, zu schnell einfach in die Tiefe gespielt, irgendwo hin, wo ich mir das gewünscht hätte, dass man ein bisschen mehr Ruhe hat im Ballbesitz, vor allem über außen. Ich glaube, das war das Wort, wo ich am öftesten heute reingerufen habe.
aber aus irgendwelchen Gründen haben wir das nicht auf die Platte bekommen. Und dann haben wir auch verdientermaßen den Ausgleich kassiert, weil einfach Kassel die richtig ins Spiel gekommen ist. Und dann am Ende hin, mit dieser gelb-roten Karte, auch da haben wir mit Ball einfach nicht gut genug gespielt. Das haben wir umständlich gespielt, zu hektisch, wie viele Bälle wir aus dem Halbfeld einfach so dann reinspielen, anstatt nur über außen spielen, da 2-1 herstellen. Und dann, weil wenn wir das gemacht haben, ist auch brandgefährlich geworden, haben wir einige sehr gefährliche Situationen gehabt. Und am Schluss ist dieser Lucky Punch möglich. Aber wir haben das halt absolut nicht verdient, dort noch als Sieger dann vom Platz zu gehen. Ich habe das auch der Mannschaft gleich jetzt in der Kabine gesagt, dass sich dieser Punkt absolut wieder wie eine Niederlage anfühlt. Wir haben uns viel mehr vorgenommen. Ich glaube, es wäre auch mehr drin gewesen. Aber da hat mir ein bisschen, ich habe auch das Wort Hunger und Gier schon gehört. Und das hat mir dann absolut gefehlt. Es war einfach zu wenig. Danke. Dann der Danny. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ja, Danny Schwarz. Man führt nach 11 Minuten 1-0, kommt die ersten 20 Minuten sehr gut ins Spiel, aber danach, nach 20 Minuten, hat dann nur noch Kassel mehr Ballbesitz gehabt. Warum hat diese frühe Führung nicht mehr Mut gegeben? Auch schon, ich habe eben gesagt, die zweite Halbzeit, klar, aber ich habe schon ab der 20 Minuten nicht mehr viel gesehen nach vorne von ihrer Mannschaft. Absolut, ja, da habe ich Ihnen recht. Ne? Ich habe gesagt, das war eine Halbzeit. Ja, ich habe es jetzt genau vom Zeitabschnitt nicht mehr so im Kopf. Ich glaube, ab 25 Minuten ist Manu Kober hat noch 10 Minuten gespielt mit komplett Schwindel und Kreislauf. Der liegt immer noch flach. Keine Ahnung, wir müssen mal gucken. Das sieht auch nicht so gut aus, was da los ist. Und okay, es war wahrscheinlich schon früher so, dass uns absoluter Mut gefällt hat. Ja. Es war, keine Ahnung, so wichtige, das, was wir den Jungs so mit an die Hand gegeben haben, haben sie dann wieder verlassen. Und das haben wir in der Halbzeit angesprochen, um da einzuwirken. Und das ist auch der klare Vorwurf an die Mannschaft. Wir haben so eine individuelle Qualität und auch Spieler, die schon höher gespielt haben. Und da erwarte ich einfach, dass wir das dann hinbekommen. Das haben wir auch schon nach dem Spiel gegen Mainz gehört von Ihnen. Dass der Mut nach vorne gefehlt hat. Ja, genau. Und heute das Gleiche. Wieso kriegt man das nicht mehr raus? Ist das jetzt für Unsicherung, weil man immer noch auf den ersten Sieg wartet? Oder? Ja, das ist natürlich. Klar, da fehlt ein Erfolgserlebnis, da fehlt irgendwie der Flow. Wir sind so gut in der Vorbereitung unterwegs gewesen, da sieht man wieder Vorbereitung, kann es völlig in die Tonne kloppen. Wir haben eigentlich gedacht, wir sind viel, viel weiter und dann mit diesem Auftrag, der wieder komplett in die Hose ging, ist es wie weggeblasen gewesen. Ja? Und da sind wir jetzt Schritt für Schritt dran, das wieder aufzubauen und das geht erstmal über die Defensive und das haben wir in Mainz gemacht. Auch dort hatten wir diese 1-1-Situation von David Hummel allein auf der Torwart. Auch dort wäre ein Sieg möglich gewesen. Und das fehlt jetzt, um einfach diesen Bock umzustoßen, dass man mit 3 Punkten runtergeht. Aber wie gesagt, also, es wäre heute auch der Sieg, glaube ich, nicht so verdient gewesen, weil einfach die Art und Weise der 2. Halbzeit gefangen ist. Gibt es weitere Fragen? Dem ist nicht so. Dann wünsche ich allen Anwesenden ein schönes Wochenende. Nichtsdestotrotz, für uns geht es weiter am Freitag bei Frankfurt 2. Ne? Ja. Vielen Dank.